So, liebe Freunde, es geht natürlich weiter. Die Leute sind sauer wie nachts zuvor, dass sie das nicht auf sich sitzen lassen werden. Ist klar. Es kommen jetzt auch immer mehr dazu. Das war jetzt so der Mittelstand, mit dem ich gesprochen habe. Vorhin im letzten Video. So, und jetzt kommen auch so langsam die echten Babas. Ja, die echten Bauern. Und die Spediteure. Hier stehen auch schon zwei. Ja, zum Beispiel hier. Ein Trecker. Wir haben die Schnauze voll. Im Hintergrund Musik. Und ja, schauen wir mal bis heute Abend, wie sich das Ganze verhält. Ob die Straße dann wirklich voll ist. Die versuchen ja auch schon an den Ecken überall abzusperren, sodass die Leute da nicht wirklich durchkommen. Aber die werden durchkommen. Ja, ob die da absperren hinterher oder nicht, die Leute werden durchkommen. So oder so. Ja, bis heute Abend wahrscheinlich um 0 ist hier alles voll. Und dann, meine lieben Freunde, geht's morgen volle Kanne los. Ja, ja, so ist das. Ja. Hier sehen wir ein Traktor. Ja, vielleicht nochmal auf die andere Seite, damit ich daraus ein Bild nehmen kann. Direkt am Brandenburger Tor. An den Seiten, ihr seht ja auch ein paar Gummischuhe jetzt hier schon drauf. Ja, also echte Bauern sind schon wieder hier am Werk. Schon wieder mit am Start. Ja. Die Brandenburger Tore im Hintergrund sehen wir den Trecker. Ja, daraus nehme ich noch ein Bild und mache das natürlich als Anzeigebild, bevor das Video beginnt. Wir sind Handwerker. Ja, wir sind keine Nazis. Ja, ganz wichtig nochmal zur Betonung, mache ich das extra, damit auch die letzten Assis das auch verstehen, so ein bisschen irgendwo. Dass die Leute es auch wirklich ernst machen. Ja, das hat hier nichts mit. Also die Nazi-Keule ist ja immer meistens mit dabei, leider. Ja? Und ja gut, die Medien können auch nicht anders, außer ab und zu mal so reingrätschen zu können, weil die auch keine Argumente haben dann irgendwie. Heißt es ja plötzlich immer gleich Nazi und ja. Gut, kennen wir alle schon, ist nichts Neues. Ja, dann haben wir noch ein paar Läufer. Wir gehen mal ganz kurz nochmal weiter nach vorne, wo wir auch begonnen haben. Da kann ich auch nochmal ein bisschen zeigen. Hier der Streamer mit am Start hier. Ja. Interessant. Nord Report, wo kommen Sie denn jetzt her? Ich komme aus Cuxhaven. Ah, okay, alles klar. Also doch, Leute aus den verschiedensten Bundesländern jetzt hier mit am Start. Bremerhaven ist auch hier. Bremerhaven ist auch hier. Freunde, Bremerhaven, Potsdam, was haben wir denn alles gehabt? Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremerhaven und jetzt hier der Kollege. Ja, morgen geht's los. So geht's los, ja. Das ist erstmal nur eine Mahnwache. Okay. Gut, die nächsten kommen wahrscheinlich irgendwie spät am Abend. Ja, später soll nochmal ein bisschen was kommen, ja. Wenn die Arbeit dann sozusagen verrichtet ist. Ihr seid genau. Der Mittelstand, ne? Soweit ja, wir vertreten den kompletten Mittelstand, da ist alles dabei. Sehr, sehr interessant. Ja, cool, man kämpft ja für was, ne? Ja. Wir haben ja jetzt einmal nachgegeben, mal sehen, was da noch kommen wird. Gucken wir mal. Denkt ihr, dass die dann trotzdem nach euch entschließen werden? Weil morgen ist ja bis 17 Uhr. Und dann soll das Gesetz so gegen 18:30 sozusagen entschlossen werden. Also ich gehe davon aus, das ist schon längst beschlossen, das wird immer noch verkündet. Da werden wir nicht mehr viel dran ändern, aber... Werdet ihr dann wieder kommen? Ich denke mal, das ist so. Also Demos sind ja kein Sprint, Demos sind generell ein Marathon. Mhm. Nützt alles nichts. Mhm. Und das Ziel ist eigentlich, den Bürger mit einzubeziehen. Die Politik werden wir nicht überzeugen, das ist meine Meinung dazu. Die fahren ihren Kurs durch. Ja. Aber dass wir den Bürger dazu bewegen, dass da mal was passiert, dass der Bürger mal ein bisschen lauter wird. Ja, ich bin und sich das nicht mehr gefallen lässt, weil das hörst du überall. Das geht durch sämtliche Bereiche, durch sämtliche Schichten. Wieso verhalten sich die Menschen so in der Ohnmacht? Wieso ist das so? Wieso denken sie, ach, ist okay, scheißegal, alles, ich hab zu Hause. Ja, scheißegal glaube ich gar nicht, Mann. Das ist scheißegal, die merken das schon. Mhm. Wenn man sich so mit ganz normalen Bürgern mal unterhält, das Thema, das brennt ja schon unter die Nägel. Ja. So ist, ich glaube einfach... Im Laufe der Jahrzehnte ist beim deutschen Durchschnittsbürger irgendwie... Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ja, der traut sich nicht. Es könnte ja irgendwie, oh, wenn ich jetzt auf eine Demo gehe, dann bin ich böse. Ne? Da ja auch mal die Nazi-Keule, ne? Ja, die Nazi-Keule, das ist ganz schlimm. Es ist schlimm. Aber wieso macht sowas der Staat oder der eigene Staat? Mit den Medien dann auch mal gegen das eigene Volk. Wieso macht man sowas? Ist nur eine Frage. Ja, das ist eine Spekulation. Ne? Ja. Wir fragen ja nur, wir machen keine Feststellungen. Ja. Wir fragen uns doch nur. Ja. Das ist alles nur reine Spekulation, aber ich weiß nicht. Im Moment empfinde ich das so, dass diese Regierung, die wir jetzt da haben, die Ampelregierung,
Man hat es ja hier in Berlin gerade gesehen, da mussten Neuwahlen stattfinden damals, okay, und trotzdem hat sich da nichts getan. Die sitzen einfach jetzt da, auf ihrem Posten, und wollen die nicht abgeben. Ich meine, die müssten ja wirklich blind sein, wenn sie nicht mitkriegen, dass der Großteil der Bevölkerung gegen diese Regierung ist. Oder zumindest nicht mehr einverstanden ist. Ja, richtig, ja. Und es passiert nichts. Ein Olaf Scholz stellt nicht die Vertrauensfrage, die wird er niemals stellen. Ich denke, die sitzen das aus. Mhm. Wenn die sich nicht so weit in die Haare kriegen, dass sie sich von selber zerpflücken, dann werden die bis nächstes Jahr zu den regulären Bundestagswahlen, werden die da sitzen bleiben. Ja. Das und heißt, sie warten nur ihre Zeit auf? Oder setzen das Ganze mal aus? Ja, ich denke, die sitzen ihre Zeit ab. Die sitzen ihre Zeit ab. Du musst doch mal ein bisschen rumlaufen und filmen und nicht hier. Ja, sicher. Ja, meine ich doch. Kleine Umfrage. Machen wir jetzt hier einen Dreier oder was? Ja. Also als Dreier bin ich nicht sicher. Ich filme jetzt nicht. Also, ja, wo kommen Sie denn jetzt her? Das hast du sie zu mir gesagt. Ja, okay, du hast recht. Du hast recht, so alt bist du noch gar nicht. Ich bin 86er. Du bist 86er? Ja, ich bin 71er. Ja, siehst du, ich bin 77er. Aber ich bin so rasiert, ich sehe von unten aus wie 12-Jähriger. Bleib beim Du. Das ist der Geilste. Ja, geil. Was machst du denn hier? Ich war schon eine Bratwurst vorne essen bei den, von den Brandenburgern. Ich wollte nicht wissen, was du hier gefressen hast. Ich bin hier, um den Leuten die Wahrheit zu zeigen. Nichts als die Wahrheit. Heute und morgen. Du bist mir sehr sympathisch. Komm her. Danke. Robert. Wieso? Ich zeige ja nur das, was in Berlin läuft. Ja, und das passt in den Berlin-Content. Ja, es ist nun mal so, dass morgen und heute wieder was los ist. Ja, und das muss auch mal sein. Das muss auch gezeigt werden. Ja. Und wir brauchen ja keine Lügenpresse. Oh, warte mal. Und das ist auch gut, na, Lügen haben wir schon genug auf der Welt. So sieht aus. Wie wär's mal mit der Wahrheit? Ja. Als Abwechslung. Da sagen wir mal so, wie wär's mit neutrale Berichterstattung? Ja, ne? Sag doch mal kurz, wie heißt dein Kanal? Dann mache ich ein bisschen Mein Kanal heißt J6, also J-S-I-X, sehr westlich-amerikanisch angehaucht. Ist halt kurz und knapp und die Leute können sich das merken. Ich mache eigentlich Berlin-Content, aber daher, dass das Ganze jetzt hier auch wieder aufläuft, zeige ich es natürlich mit. Also Berlin-Orte, Verwahrlosung, schöne Orte, nicht so schöne Orte, Demonstrationen. Also das, was wirklich die Wahrheit, der Wahrheit entspricht. Ohne Schnitt und Mickey Maus Schnitte und der ganze mit dem, also nichts geschminkt und verschönt, sondern so, wie das gerade hier ist. Also so, wie wir uns unterhalten in einem One-Take. Weißt du, was das Schöne ist? Ja, bitte. Kann ich dir das mal erzählen? Weißt du eigentlich, dass ich ein Kanake bin? Wir sind alles Kanaken. So sieht es nämlich aus. Die schneidet nämlich keiner. Die Inseln kennen keine Nationalitäten, ja. Weißt du, du bist genauso ein Mensch wie ich. Komm, lass dich mal drücken. Relativ. Ja, sehr gerne. Ja? Sehr gerne. Ja. Also, wir sehen uns. Ich habe auch meine Zähne heute geputzt, ausnahmsweise mal. Was, die Zehennägel oder die Zähne? Ja, die Zähne. Achso, okay, alles klar. Geil. So, ne? Ja, alles Gute, ja. Zusammen, ne? Ja, das ist. Schau mal, die Nacht wird sehr lang. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr nach Hause, wenn es hier so weitergeht. Nein, das geht ja? so weiter. Ja, geiler Team. Das ist der Geilste. Ich wünsche dir was. Jetzt die Frage, bist du bei YouTube unterwegs? Ich bin bei YouTube unterwegs, bin aber auch bei TikTok unterwegs. TikTok ist eher so für die jüngere Generation, die jüngere Nische. Aber auf YouTube ist mir das schon so wichtig. Ich mache sehr, sehr seriösen Stuff, indem ich einfach Leute aussprechen lasse wie euch. Ja. Alles mit einbaue und alles. Mein Ziel ist halt wirklich in einem One-Take. Also ich schneide nichts raus, verschöne nichts und schminke auch nichts. Das ist so richtig so. Also ich mache das auch so, wenn ich auf Demos bin. Sämtliche Reden, ich schneide da keinen Satz raus. Richtig, ja. Das Einzige, wo ich das vielleicht mal mache, wenn da jetzt wirklich 2-3 Minuten Leerlauf ist, Mikro geht nicht, was weiß ich. Okay, sowas halt. Oder wenn irgendwelche Parolen, muss man halt vorsichtig sein. Ja, okay, dann muss natürlich auch. Da bin ich auch gegen, bin ich kein Freund von. Genau. Aber sonst zeige ich halt wirklich so, wie das hier gerade abläuft. Ja, wenn die Polizei auf mich zurennt, mir einer rüberhaut, ist alles drauf. Ja, hatte ich auch schon. Na, also grundlos hatte ich auch schon gehabt. Ja. So, und dann wirst du bedroht, mach das mal raus oder schneid es mal raus. Mhm. Sag, nee, es bleibt genauso drin, wie es war. Ja, die Polizei kommt. Am Ende muss ich das rausschneiden, wegen dem. Ja. Gesetzlich halt. Die Polizei wird auch nicht gerne gefilmt, das heißt dann, aber sie dürfen das nicht filmen. Doch, das darf. Doch, du darfst. Genau. Ja. Hört genau hin, meine lieben Freunde, und lernt. Ja, bitte. Das ist wieder ein Intellektueller hier unter uns, der genau weiß, was hier läuft. Nee, du darfst im öffentlichen Raum filmen. Ja. Und sie sind unsere Diener. Genau so. Also, sie dienen auch uns. Ja. Du darfst sogar die Nummer, die Batch-Nummer filmen. Natürlich. Hört ihr das bitte? Weil viele sagen ja, du fährst mal zur Kurfürstenstraße und filmst die Noten ab. Ja, das ist ein öffentlicher Raum. Solange das kein geschlossener, privater Raum ist, darf man das alles filmen. Punkt. Ich habe alles verstanden. Endlich gibt mir jemand das Gefühl, dass ich in diesem Land angekommen bin, Alter. Ihr kennt eure eigenen Gesetze nicht. Ja, und dann nur labern und dann kommen sie auch gar nicht mal her. So, weißt du? Die kommen nicht mal her. Das ist eine Diskussion, die hatte ich schon 1000 Male. Ja. Man ist auf einer Demo, man filmt da irgendwelche Leute, die sich das angucken. Ich darf nicht, du hast mich nicht filmen. Porträtaufnahme. Nee, Punkt. Und dann wundern sie sich, weil ich werde oft angezeigt. Ne? Ja. Ich gehe zur Polizei, zum Abschnitt sonst was, dann sagen sie, was ist denn passiert? Ja, ich habe YouTube und TikTok gemacht. Gehen Sie nach Hause. Jedes Mal so. Schon 80 Mal im letzten Jahr.
Und die und ihr denkt, ah, der hat mich gefilmt, der kriegt jetzt Ärger. Nichts wird passieren. Absolut gar nichts. Überhaupt nichts. Gar nichts. Die schickt mich nach Hause. Ihr kostet nur meine kostbare Zeit. Genau. Ich stehe morgens früh auf wie dem Mister um 6 Uhr morgens. Und sage ich, genau, das sage ich den Termin um 8 Uhr morgens da kriege. Ja, so eigentlich aus. Nicht. Eigentlich nichts weiteres. Ja, so. So sieht's aus. Vollidioten, echt, Mann. Das muss ich ja echt mal gesagt haben. Das müsst ihr euch wirklich mal reintun. Man darf in der Öffentlichkeit alles filmen, was im öffentlichen Raum passiert. Selbst wenn du an mir so vorbeiläufst. Ja, natürlich. Ja. So, wenn du natürlich jetzt eine Straftat filmst, ist das natürlich ein bisschen was anderes. Ja. Aber ich weiß aber, die Polizei bei der Arbeit irgendwie direkt, wenn eine Ermittlung ist, darfst du jetzt auch nicht direkt reinfilmen. Genau, wenn die jetzt die Personalien aufnehmen oder sowas, das ist natürlich was anderes. Genau, würde ich auch nie machen. In dem Moment mache ich Break. Du darfst das von der anderen Straßenseite machen, aber du darfst jetzt nicht direkt hier ins Gesicht da mit der Kamera, weißt du? Ja. So. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier stehe und da drüben passiert das, dann darf ich da draufhalten. Ende. Richtig. Weil du kannst die Personalien ja von hier nicht, geht nicht. Richtig. Selbst wenn du eine 8K-Kamera hast, funktioniert Mann, nicht. Endlich eine Person, Alter, so weißt du, die wirklich weiß, was los ist. Gut, das ist ja auch ein Streamer, ne? Ja. Sehr gut. Das ist das. Ja, super. Ja. Ja, das wissen viele nicht. Die labern halt sehr viel, ne? Ich zeig dich an und so eine Scheiße, dann lache ich immer in den Kommentaren, weißt du? Blödsinn. Totaler Blödsinn. Das ist nur Zeit, Nerven und sonst gar nichts. Ist einfach so. Ah ja, ey, war schön, dich kennenzulernen, mein Lieber. Du bist wahrscheinlich noch eine Weile hier, oder was? Ja, ich bin morgen auch hier, also von daher. Ey, ganz vorne von den Brandenburgern, die Bratwurst, super lecker. Ja, ich esse das überhaupt nicht. Gratis. Ja, also die sind sehr, sehr nett gewesen. Ja. Ja gut, die haben mich zu sich gewunken, von daher, ja, war sehr, sehr lecker. Mach's gut, ne? Schönen Abend weiterhin. Ciao. Super, super, es geht weiter, ja? Also richtig schön Halligalli heute Abend und morgen erst natürlich, ne? Ja, also es geht hier auf jeden Fall... Wer kennt diesen Song noch? Das war Axel Foley vom Beverly Hills Cop, 80er Jahre. Ich glaube, der Film kam 1982 raus. Daran kann ich mich noch erinnern, ja? Naja, so ist das. Der Schauspieler, Freunde. Ganz kurz, Freunde. Der Schauspieler hieß Eddie Murphy. Ja. Die Polizei, die da vorne ist, die kann das nicht mehr wissen. Das sind alles jüngere Dinger. Ja, ja, Mann. Auf jeden Fall geht's hier rund ab morgen. Ich kann kaum reden jetzt hier, ja, die machen ein bisschen Radau. Ja. Wir sind draußen, fürs Erste. Danke euch fürs Zugucken. Mein Name ist J6, All in the Mix. Schaltet uns zum nächsten Video. Tschüss, das war's jetzt erstmal für dieses Video.